Jo, hey Leute, damit herzlich willkommen hier zurück zu diesem, ja, hitziger Video, kann man sagen. Und zwar habe ich mir heute gedacht, dass ich mal wieder eine Runde für euch aufnehmen werde, weil ich unbedingt echt gerne mal im Video für euch den ersten Platz erreichen möchte. Im Stream habe ich das schon öfters geschafft, nur im Video habe ich letztes Mal leider ganz knapp verkackt, weil der Gegner halt einfach zu gut war. Also 1 zu 0 ist es ausgegangen für ihn und er hat einfach alles gehalten. Es war einfach unglaublich knapp und unglaublich spannend und vielleicht werden wir das heute wieder hinbekommen oder vielleicht werde ich heute, ja, der glückliche Sieger sein, der Erste. Ja, und währenddessen zeige ich euch einfach mal gerade eben, was ich als Challenge vorbereitet habe. Und zwar gehen wir jetzt gerade mal hier eben auf irgendein Preset. Das hier zum Beispiel, genau. Und ändern das mal einfach gerade um als zufälliges Preset. Und das werde ich jetzt jede Runde so machen. Das bedeutet, immer wieder, wenn ich eine Runde erfolgreich erledigt habe, werde ich in die Garage reingehen und auf zufälliges Preset hier unten links klicken. Und erste Runde spielen wir gegen den mit den Twinser, nicht gegen den Twinser, spielen wir mit den Twinser und mal schauen, wie wir uns schlagen werden. So, leider haben wir erste Runde ein frei bekommen. Das bedeutet, wir haben leider keinen Gegner bekommen. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt in der zweiten Runde einen Gegner bekommen. Also natürlich ein bisschen blöd gelaufen gerade, ja, also so als Tournament Creator, dass du leider erste Runde keinen Gegner bekommen hast, aber ich denke mal trotzdem, dass wir dieses Video hier weiterhin aufnehmen werden. So, alles klar, let's go! Mit dem Tinser und mit dem Burnout Boost. Das bedeutet, dass die ganze Zeit unsere Räder überdrehen hinten. Ziemlich weird, guck ich dir das mal an. Und ich habe eingestellt, dass das Torlimit 3 Tore sind, weil das letzte Mal so ein bisschen sich gezogen hat am Anfang. Und ja, ich denke mal, dass das ein ganz gutes Torlimit ist. Also kann auch sein, dass die Runde hier 15 Sekunden geht. Aber vielleicht werden ja die späteren Runden etwas spannender. Ja, und keine Ahnung, ich will halt unbedingt wirklich gerne mal im Video Erster werden für euch. Im Stream hat das schon öfters geklappt. Und ich weiß echt nicht, woran das liegt. Das ist anscheinend ein Fluch, ne? Dass ich das im Stream kann und in einer Aufnahme anscheinend nicht. Und ich wollte mich nochmal bedanken, dass das letzte hiezige Video, also der zweite Part, auch wieder ganz, ganz gut angekommen ist bei euch. Ja, ich habe fast 300, 400 Aufrufe bekommen auf dem Video. Wirklich vielen, vielen Dank für den ganzen Support und auch alleine, wie in letzter Zeit mein Kanal boomt an Aufrufen, Abonnenten. Vielen, vielen Dank an jeden, der mich da irgendwie auf irgendeine Art und Weise supportet. Ihr seid absolute Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Ich habe ja auch weibliche Zuschauer jetzt neuerdings. Grüße gehen raus an Sarah und Lisa. Genau, Lisa. Absolute Ehrenweiber. Und ja, da ist das erste Match schon beendet. GG. Nach nicht mal 50 Sekunden war das Ganze schon entschieden. Ja, da gehen wir jetzt gemeinsam in die Garage und wechseln somit unser Preset. Mal gucken, was wir bekommen werden. Das kann durchaus alles sein. Das kann hier Rotox sein, das kann hier Animus sein, das kann, was weiß ich, der Geier sein. Wenn wir Octane ziehen, würde ich nochmal ein neues Preset machen. Aber was ist das denn für ein Auto, Digga? Alter. Das Vulcan-Auto. Ja, die ganzen DLCs-Autos von damals sind jetzt auch dazugekommen. Deswegen habe ich gar keinen Plan davon, wie es damit zu spielen ist. Wir schauen uns das mal an. Haben die Hydro-Lackierung in Kaminrot drauf. Haben die Dämonenscheiben drauf als Räder. Haben den schwarzen Holodata-Boost drauf. Meiner Meinung nach ein übelst weirder Boost und generell auch. Weiß nicht, es gibt halt Reifenspuren davon, Boost davon, Torexplosion davon. Es ist halt einfach too much, meiner Meinung nach. Und der Sound gefällt mir jetzt wirklich nicht so vom Boost. Egal. Die flache Mütze. Nice. Habe ich schon öfters Leute damit gesehen, halt, die so draußen damit rumlaufen. Ziemlich weird. Eine Monster Cat Fahne haben wir. Die normale Holodata Gold Explosion, wenn man gerade davon redet. Die Laserwelle 3 in Pink. Und den UTV-Boost oder beziehungsweise den Motorsound, sorry. Weiß ich nicht, von welchem Auto das ist. Aber ein ganz angenehmer Sound auf jeden Fall. Ja, und damit sehen wir uns gleich in der Runde 3 wieder. So, Runde 3 gegen Rockets, iRockets 7085.
Grüße gehen raus. Und ja, je nachdem, vielleicht, also wenn ihr Bock habt, können wir nächste Mal gerne ein 2v2-Hitseeker-Turnier als Video rausbringen. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt, mit dabei mal zu sein, gerne mich mal auf Discord anschreiben. Dann können wir gerne was ausmachen. Also ich bin wirklich auf der Suche nach einem Teampartner für ein 2v2-Turnier. Obwohl ich jetzt Heatseeker 2v2 jetzt nicht so feiere, weil meistens irgendwie Leute den Spaß versauen und immer auf Demo gehen. Das bedeutet, die man die ganze Zeit zerstören im Tor. Während also einer halt im Tor ist und der andere halt vorne ist, geht halt von den Gegner jemand immer wieder auf den Torhüter sozusagen, damit das Tor halt immer frei steht. Und, ja, es ist halt ziemlich weird. Weiß nicht, deswegen, es muss nicht sein. Ich bin halt nicht wirklich nicht so auf Demo aus, sondern einfach ein bisschen auf Spaß, Heatseeker. Aber wie gesagt, falls jemand darauf Bock hat, gerne mich mal anschreiben auf Discord. Dann können wir gerne mal einen Termin ausmachen. Wenn wir das nächste Mal auch aufnehmen. Und falls irgendwie Vorschläge, was wir mal so als Challenge mit reinnehmen können, also Random Preset haben wir jetzt, Fortnite Bus haben wir und das erste Video war, glaube ich, ohne Challenge. Na, aber falls ihr, wie gesagt, noch Challenges haben solltet, was ich durchaus mal machen könnte, ab in die Kommentare gerne mit. Und ja, da sehen wir uns auch gleich in der nächsten Runde wieder. Ist ja ziemlich schnell gegangen. Derjenige ist auch schon gerade wieder geliefert. Sind schon im Viertelfinale, Alter. Wie schnell das Video heute zu Ende ist, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, Random Preset. Neues Random Preset. Mit den Animus. Oh, ich habe gerade über den Animus geredet. Mit einer Discord-Flagge. Wenn man auch gerade über den Discord-Server redet. Joint gerne meinen Discord-Server rein. Link in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der auch wirklich meine Videos so positiv bewertet. An Donations auch im Stream. Ich habe in letzter Zeit wirklich viele Spenden wieder bekommen im Stream. Absolut ehrenwertig. An jeden Einzelnen da draußen. Großes, dickes, fettes Lob. So, Huttelswerf. Alter, was ist das für ein Motorsound? Interessanter Sound. So, mit den Animus habe ich wirklich selten gespielt. Hat aber, glaube ich, auch die Breakout-Hitbox. Und ja, was sind das für Räder, Alter? Das sind Teller Wheels, glaube ich, in schwarz, wenn ich mich nicht recht irre. Ich habe es nicht so ganz drauf mit manchen Items. Das Dekel, keine Ahnung, Phönixflügel in normaler Farbe habe ich. Und, oh, wie heißt denn da der Boost nochmal? Es ist gerade eine absolute Challenge, das alles irgendwie für euch so zu erraten. Aber das ist, glaube ich, ein Red Rook Boost in Himmelsblau. Stimmt, Red Rook heißt der aus dem letzten Pass. Ja, ich habe halt auch eine Menge Items. Das wird immer wieder ein vollkommen weirdes Preset kommen, was überhaupt nicht zusammengehört. Also insgesamt habe ich locker um die 2500 bis 3000 Rocket League Items. Deswegen. Und wir haben eine Holodata Gold Explosion in Lila, glaube ich. Weil das ist ja Lila. Ja, genau, Lila. Ich wollte gerade Leim sagen. Passt überhaupt nicht natürlich zu einem blauen Auto. Ja, das Match ist ja auch schon wieder fast zu Ende. Ich weiß halt echt nicht. Also, ich kann natürlich bis zum nächsten Mal das Ganze wieder auf 7 Tore machen, aber ich dachte mir so, ja, die ersten Runden, die sind sowieso immer so bisschen wie nennt man das jetzt? Also, mehr Zeit, die benötigen halt mehr Zeit. Kommt gar nicht auf das Wort. Die ziehen sich, genau, die ziehen sich. So. Und jetzt auf einmal hält der junge Mann hier alles, oder was? Ich hätte natürlich auch 5 Tore reinstellen können, aber ich dachte mir so 3. Da muss man noch ein bisschen mehr aufpassen auf sich. Was man für Fehler macht. Und da ist schon gespielt. 3,5 Minuten noch zu spielen. 3-0 geht es hier aus. Und dann haben wir den Animus auch schon hinter uns. Nice. GG auf jeden Fall. That was fun. Coole Moves. Ja, auf jeden Fall coole Moves. Ich bewege mich nicht mal. So, und dann sehen wir uns schon im
Halbfinale. Digga, ist schon das Halbfinale. Das Video wird echt kurz heute für euch. Sorry, also wie gesagt, ich werde das eventuell nächste Mal wieder ein bisschen länger machen für euch. Weil die Videos kommen ja auch gut an, ne? Also warum soll man sie nicht ein bisschen länger machen für euch? Dominus spiele ich jetzt nicht, weil das ein normales Auto ist. Aber den Ronin spiele ich in, was für eine Farbe? Burnt Sienna, Kamin, rotes Dünenfeger, Dieke. Yandatec Wheels in Pink, meiner Meinung nach eines der hässlichsten Räder überhaupt. Ich glaube, die übertreffen sogar die Fidget Spinner Räder, weil einfach nichts animiert ist an den Dingern hier. Es gibt auch eine holographische Version davon, die sieht dann halt so aus. Meiner Meinung nach wirklich besser. Und auch animiert, ne? Stimmt, die ist auch ein bisschen animiert hier an den Außenseiten. Aber hier, die kannst du echt in die Tonne treten. Fiverr Optik Boost in Schwarz. Interessanter Sound. Den Hammerhai, Alter, der ist auf jeden Fall Ehre. Den Hammerhai als Topper drauf. Und Morty als Antenne. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ist das irgendwie so eine Serie oder so? Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr das wisst, wo Morty herkommt. Oh, die Drachenduell Gold Explosion. Mega nice. Tachyon in Orange. Und den Cap Takumi als Motorsound. Perfekt. Dann sehen wir uns gleich im Halbfinale wieder. So, Bucket French spielt gegen uns hier im Halbfinale. Wieder 3 Tore. Ich hätte auch natürlich auch Best of 3 machen können, ne? Das war natürlich auch sick gewesen. Könnte man wirklich alles gerne mal machen. In den nächsten Turnieren. Also, falls ihr, wie gesagt, Vorschläge habt, habt ihr damit in die Kommentare. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber jetzt wird wieder Concentrate. Ich weiß natürlich, dass man nicht wieder spielt. Er kann natürlich auch übelst bad sein, aber auch natürlich alles halten können von mir. Deswegen. Also am meisten, also ich habe wirklich Heatseeker trainiert jetzt im Turnier. Auch im Stream. Ich habe jetzt neuerdings herausgefunden, dass so Deckenabpraller ziemlich effektiv sind in Heatseeker. Deswegen werde ich versuchen, hier jetzt drauf zu gehen und. Oh, okay, schade. Hätte jetzt nicht so ganz die Decke berührt. Also solange der halt den Ball einigermaßen flach spielt, kann man da, wie gesagt, wirklich auf diese Deckenabpraller gehen. Aber bis jetzt macht er das ganz gut. Also ein angenehmer Gegner. Und das meine ich, Digga. Das meine ich, ey. Da kannst du halt wirklich nichts predikten, wenn das so was kommt. Da bist du echt geschlagen. Schönes Ding, Alter. Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird das hier heute was mit dem Random Preset. Vielleicht wird das wirklich eine gute Idee. Das war mal eine eigene Idee. Easy, Alter, easy. Und vielleicht endet ja heute die Session hier von Heatseeker. Also das nächste Mal, denke ich mal, wenn ich ein 1v1-Turnier für euch aufnehme, werden wir was anderes machen. Keine Ahnung, Dropshot oder Körbe. Mal schauen. Müsste ich mir nochmal eventuell überlegen. Aber dann ist erstmal Heatseeker beendet. Ja, ich denke mal so zwischendurch Videos. Wie gesagt, das kommt bei euch anscheinend sehr, sehr gut an. Werden durchaus auch wieder folgen. Ich habe jetzt 2 Wochen lang das Ganze vernachlässigt. Ich bitte um Entschuldigung. Dapper Daylight wird wieder auch kommen. Neue Season ist auch gestartet in dem Game und ja, neue Sachen sind ja jetzt leider natürlich nicht dazu gekommen, aber ja, wie gesagt, auch ein paar Killerrunden und so weiter werden durchaus in nächster Zeit mal folgen. Also mal gucken, ich habe leider noch nichts so im Vorrat aufgenommen. Ich bin leider ein bisschen faul, keine Ahnung, ich mag halt Livestreaming gerade lieber. Dicke Mai, ihr seid mir da nicht böse. Manchmal hat man so eine Phase, manchmal hat man so eine Phase. Und das war's schon. 3-0. 2 Minuten gespielt. GG auf jeden Fall. Bucket Friend. Und ja, dann sehen wir uns sogar im Finale gleich wieder. Nice, let's go, Alter. Let's go. Stimmt, Random Preset nochmal machen. Die Live-Reaction muss natürlich drauf sein. So, sorry, ich habe gerade einen Cut gemacht. Ich mache nochmal ein Random Preset hier neues.
Und Alter, was ist das denn für ein Auto? Den Diestro habe ich noch nie mitgespielt. Interessante Kombi auf jeden Fall mit dem Formhead. Streifen als Deckel. Holzlackierung und Cartoon Matt als Sekundäre. Sprocket Wheels. Jetzt feiere ich eher nicht so. Also lieber sowas hier, die endlose Version davon. Das magische Geschoss in Lila als Boost. Wie gesagt, den Formhead. Eine Videogame. Antenne, der Goat Simulator ist am Start. Grüße gehen raus an diejenigen, die Goat Simulator jemals gespielt haben. Ich habe es noch nie gespielt, das Spiel. Würde durchaus aber mal witzig sein, das Ganze mal anzutesten. Überwucherung in Kaminrot. Klassische Spur. Und einmal X-Devil MK2 V2 als Motorsound. Ja, und damit sehen wir uns gleich im Finale wieder. Finale. Wow. Finale. Wow. Let's go, Alter. Sensei. Chulhu, was auch immer, keine Ahnung, ist unser Gegner. Der Sonntagsfahrer. Mit einem nicht so schönen Ping, aber ich denke mal, dass er das Ganze doch trotzdem machen wird. Hoffen wir es mal. Mal gucken. Diestro. Noch nie gespielt. Ein ganz, ganz neues Auto für mich. Aber mal schauen, wie ich mich damit schlagen werde. Alter, das ist irgendwie so fett. Ein fettes Auto, aber auch längliches Auto zugleich. Erinnert so ein bisschen, glaube ich, an einen Sportwagen. Boah. So ein Ferrari, glaube ich, oder? Ferrari hat immer so diese... fuck, Alter. Diese Scheinwerfer gab mit ohne Klappe. Mit ohne Klappe. Ich weiß nicht, wie das heißt. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Auto überhaupt nicht aus. So, Concentration 1-0. Liegen wir hinten. Was ist denn da los? Aber auch ziemlich unlucky gewesen. Das Gegentor, Digga. Komm, Alter. Ich will jetzt nicht wieder im Finale verlieren. Das wird noch was. Safe Call. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt alle 4 Minuten, also die ganzen 4 Minuten jeden Ball hält. Aber ich versuche hier wieder mit diesen Flicks zu arbeiten. Und Deckenabpraller. Schade. Ach komm, close one. Oh, das wäre aber eine schöne Chance gerade. Ah, scheiße. Das gibt's nicht. Oh Gott. Ich habe mich gerade wieder ein bisschen verschätzt. Und scheiße. Okay, Mund abputzen, weitermachen. 1-0 immer noch. Und mega unlucky wieder. 1-0! Ach, 1-1-0. 1-1. Ach, geil, Digga. Ich habe echt ein bisschen wenig geschlafen. Ich denke mal, man merkt es im Video, dass ich nicht so ganz bei der Sache bin. Ich habe momentan wieder einen richtig beschissenen Schlafrhythmus. Man hat es wahrscheinlich gesehen am Anfang des Videos. Um 0.50 Uhr mache ich gerade einfach mal ein Turnier hier. In Rocket League, mitten in der Nacht. Natürlich eine passende Uhrzeit, ne? Also wenn ihr auch zum Beispiel mitmachen wollt. Nee, ich denke mal, das nächste Mal werde ich wieder ein Turnier veranstalten, was so mitten im Mittagsgeschäft stattfindet. Und, ah, schade, ein bisschen zu hoch. Wollte ich mich gerade ein bisschen mehr konzentrieren. Und, ach komm! Das war so schön! Unlucky. Ich glaube, ich riskiere auch gerade ein bisschen viel mit diesen Backflips, ne? Scheiße, Mann, scheiße. Na, Gegnerschall knapp, das hilft mir jetzt leider auch nicht, ey. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Jetzt zweimal den gleichen Fehler gemacht, ey. Dass man aus Fehlern nicht lernt, ey. Aber die Diestro ist echt komisch von der Karosserie. Also ein mächtiges Teil, meiner Meinung nach. Also hinten, mega fett.
der Arsch sozusagen und vorne, ja, keine Ahnung, sieht das Auto halt mega flach aus. Von vorne. Ach komm, leck mich doch am Sack, ey. Kannst du niemandem erzählen gerade. Komm, Digga, noch 1,5 Minuten. Ich will jetzt hier nicht so unglücklich verlieren. Okay, die Parade war unnötig. Ach komm! Close one, Alter, close one. Oh, hätte ich den bekommen, Alter. Ich wäre eine absolute Legende gewesen in Hitsika. GG auf jeden Fall, Sensei. Good job, falls du das Video irgendwie schauen solltest. Und ja, dann ist es mal wieder nichts geworden. Und dann sehen wir uns leider beim nächsten Mal wieder, wenn ich mein Glück wieder versuche bei Hitsika. Vielleicht dieses Mal mit einem Mate oder nächstes Mal mit einem Mate. Mal schauen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar dabei. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.